links 9. Rechts 6. 1. Und 8. Schließe ein Minispiel in weniger als einer Minute ab. Je, das war auch super schwer, Alter. So. Liebe Sarah, diese Halskette gehörte einer alten Familie aus der Karibik. Angeblich hatte einer der Vorfahren etwas mit Captain Remington zu tun. Daher schicke ich sie dir. Solltest du den fehlenden Edelstein finden, wird sie dein Ausstellungsstück sicherlich bereichern. Liebe Grüße, Stan. Also, angeblich Remington, schade, dass der Stein fehlt. Das hat mir jetzt wahnsinnig viel gebracht. Also, ja, und der Stein ist bestimmt hier drinne. Naja, okay. Wir haben jetzt jedenfalls einen Schlüssel. Der funktioniert sogar. Dann können wir in den Keller gehen. Und das Licht anmachen. Sind überall Bilder von ihr, oder was? Kunstgegenstände von Wechselausstellungen werden oft hier unten aufbewahrt. Und die werden super professionell gelagert. Da kann nichts schief gehen. Karibisches Schifffahrtsmuseum. Einladung zur Ausstellung. Überraschende Entdeckung. Eintrittspreis 5 Dollar. Es geht ja noch. Was? Die Ausstellung wird morgen eröffnet und es gibt noch viel zu tun. okay. Also ich finde das hier ehrlich gesagt ein bisschen fraglich, wie die Sachen aufbewahrt werden. Das ist der Stromkasten. Anscheinend hat der Wartungshaus vergessen, Sicherungen nachzufüllen. Natürlich hat er das. Weil wir gleich eine brauchen werden. Aber naja, es ist ja ein sehr geradliniges Spiel. Ja. Liebe Sarah, gemäß beigefügter Kopie trug Remington seine spezielle Accessoires. Diese sind nicht in der Kiste. Statte Kapitän Remington vor Eröffnung der Ausstellung mit allen Gegenständen aus. Professor Holmes, PS, ich hoffe, du hast das andere Paket von mir auch erhalten. Behalte sie in deinem Büro, bis du herausgefunden hast, wie man sie öffnet. Ein Entermesser, eine Pistole und ein Anhänger. Ja, und er hat den Edelstein im Mund. Der Leichnam von Remington ist seltsam gut erhalten. Er ist schon fast bereit für seinen öffentlichen Auftritt. Warte, müssen wir den noch... Nee. Ich dachte, wir müssen ihn vielleicht noch aufschnüren. Aber jetzt haben wir... Ja. The jewel casing claimed the gem as its own. Ja, jedenfalls hat sich die Fassung direkt um den Kristall gelegt. That's strange. The flashes of lightning are really playing a trick on my eyes. Er wird uns alle töten. Ein Stromausfall. Anscheinend hat der Sturm weiter auf das Festland, ist der Sturm weiter auf das Festland gezogen, ganz wie unser Kapitän Remington hier. Mom, you know I'm scared of the dark. Could you check the fuse box? Klar kann ich das, Süße. Ich lasse dich jetzt mit dem bösen Piraten alleine. Und dann wird es schon. Ding. Aha, okay. Taschenlampe. Axt nehmen wir sicherheitshalber mit. Kennen wir ja solche Notfälle, wo wir die Axt brauchen. Wenn nämlich ein Axtmörder einhergeht, dann
wissen wir, wir haben eine Axt und können uns wehren. Dann ist es Axt gegen Axt und ist nicht mehr so unfair. Funkelnde Bereiche weisen auf Wimmelbildszenen hin. Klicke auf den funkelnden Bereich. Finde alle unten angegebenen Gegenstände. Klicke auf den Gegenstand, auf den der Pfeil zeigt. Aha, okay. Ja, hier. Sicherung. Mit Hilfe des Echolots kannst du die Silhouette des Gegenstands sehen. Halte einfach den Cursor auf eines der Objekte auf der Liste. Aha, okay. Verwende einen Hinweis, um einen Gegenstand sofort zu finden. Allerdings dauert es, bis der Hinweis sich wieder auflädt. Klicke, um fortzufahren. Okay. Statt versteckte Gegenstände zu suchen, kannst du auch Mahjong spielen. Klicke hier, um Mahjong zu gelangen. Ja, ich kann Mahjong spielen. Ich hab's verstanden. Kann sich Steine weniger als mit freien gesenkten Kante entfernen. Klicke. Ja, jedes Mal, wenn du von zwei goldenen Steinen mit einem belohnen musst, dann verschwindet der Gegenstand von der Liste. Ein paar Steine ist gesperrt. Du musst die restlichen Steine entfernen, um das Schloss zu öffnen und das letzte Paar zu entfernen. Um das Mahjong-Spiel zu verlassen und wieder die Wimmelbildszene zu gelangen, klicke auf die Mahjong-Steine, um fortzufahren. Okay, wir brauchen einen Feuerlöscher, einen Kleiderbügel, Handschuhe, einen Gehstock, Eimer, ein Eimer und eine Tasse. So, dann gucken wir hier. Hier haben wir schon mal ein Pferd. Und ist das ein Pferd? Ja. Das hier wegnehmen. Irgendwas, was wir aufschrauben können. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Ich benötige... Aha, ja. Das schrauben wir nicht auf, sondern, ja, vergiss es einfach. Okay. Ein Stativ. Was ist denn da unten ein Stativ? Ich kann auch einfach das da nehmen, okay. Und irgendwo ist noch ein... Ah, na klar. Ein Foto. Mhm. Mit weniger als 5 Fehltipps ab. Das ist ja toll. Ich habe Sicherungen gefunden. Die können wir jetzt hier reinstellen. Und setzen sie hier ein. Gelb, blau, rot. Mensch. Yes. The power has been restored. Hannah sprach, es werde Licht. Mom, come here quickly. Ich habe einen Ring gefunden. I can't believe my eyes. The showpiece just ran away. And he dropped something in the crate, in the wood shavings. Ja, ja, das haben wir schon aufgesammelt, Süße. Okay, er ist also weggelaufen. Ist er in mein Büro gelaufen? Nein. The pirate corpse dropped something in the crate. Ah, na klar, wir haben jetzt den Ring. Und mit dem Ring können wir doch sicherlich die... Na klar, können wir das. Eine Münze. Was there someone behind me? Eine Dublone, Entschuldigung. Tochter, was machst du da oben? Mom!
You'll serve my purpose, maiden. Sail forth my ship to Skull Island. Wild guess, aber ich glaube, die Ausstellung findet morgen nicht statt. Rein intuitiv, meine Tochter retten. Die hat immer noch keinen Namen. Ich spiele schon mindestens eine Viertelstunde. Okay. Ein Spalt in den Schiffsplanken. Wenn ich irgendwie drankomme, kann ich mich an Bord schleichen und meine Tochter retten. Gut, dass die Leiter hier ist. Und dass wir die Axt haben. So, aber ich gucke noch mal in mein Tagebuch. Ist doch immer noch nicht der Name, ne? Also, Achso, der Coach steht noch daneben. Im Exponat fehlen drei wichtige Artefakte, die separat angeliefert wurden. Ich muss sie finden und den Piraten wieder in seinen Ursprungszustand versetzen. Bei dieser Ausstellung ist mir die historische Authentizität besonders wichtig. Durchgebrannte Sicherung. Der Sturm muss den Stromausfall verursacht haben. Ich sollte den Sicherungskasten im Keller überprüfen. Vielleicht kann ich es selbst reparieren. Na klar. Wir sind eine Frau, wir können alles. Meine Tochter wurde von einem wiederauferstandenen Piraten aus dem 18. Jahrhundert entführt. Und das ist alles meine Schuld. Ich muss den Piraten verfolgen und meiner Tochter helfen, bevor etwas noch Schlimmeres passiert. Ja, okay, also den Piraten verfolgen, meine Tochter retten. Ist ja einfach. Gehen wir mal rein. Oh! Die Unordnung erklären wir später. Ach schön. Immerhin sind wir hoch genug, als dass jetzt hier nicht Wasser ins Schiff strömt und wir alle sterben. Ich kann nichts sehen. Where am I? Oh. It's a genuine haunted ship. I have to find my daughter. She must be so scared. Ein wunderbar goldener Seestern. Diese Alge leuchtet. Ich habe noch nie so eine Pflanze gesehen. Und ja, den obvious Elefanten im Raum ignorieren wir gerade. Ich muss erstmal gucken. Na komm, ich nenne dich Knut. Another woman on board? That's double the bad luck. But welcome anyway. This cursed ship belongs to Captain Remington, the most fearsome pirate there is. We're his crew. Well, what's left of it? Now that the captain's returned from the deep, we've set sail for the old hideout on Skull Island. Here's a map of the ship, for free. Don't want bad luck getting lost on the ship. A map. Sehr nett. Now I'll always know where I am. Was hast du denn in der Hand? So, you fancy me bottle of shiny fluid? I can't give everything away for free. Okay. Diese Eisenleiste ist auf die Falschtür genagelt. Ich muss sie durchsägen. Naja. Möchtest du einen Seestern? Nein. Willst du eine Dublone? Nein. Ja, mach mal hier. Mom! Help me! Dumm gelaufen.